Grüß euch, so. Hätte ich ganz was Interessantes mit. Ich war da vor ein paar Tagen bei so einem richtig gestörten Typen oben. Hab da mal 72er Zurückhaufe gebracht, weil er was umbauen will. Die Rede ist vom Sali Husi. Ich werde euch das unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja. Er ist ein Verrückter. Und da hat er mir was mitgegeben, ein kleines Spielzeug. Das ist komplett umgebaute 500i. Genaue Beschreibung findet ihr bei ihm in der Instagram-Seite. Mr. Blaue Platten findet ihr so gleich einmal. Auf jeden Fall, sie hat einen großen Luftfilter, Maxflow, hat da einen Leder, wie sagt man da, einen Ledergriff, hat dann eine Backbox, glaube ich, heißt das, Auspuffteile, Auspuffer umgebaut, eine fetten Anschlagkrallen zum Mora-Schwert. Was das Interessanteste ist, es ist ein 660er Kolben von einem Stiel 660. Die hat übrigens auch einen 1 Kubik, also nur mal 10 Kubik mehr als die normale 500i. Kompression merkt man beim Umlosen. Ja, gehen wir es an, probieren wir es aus. Bin ich schon richtig gespannt. Richtig gespannt. Ja, ist keine Schönheit der Baum. Deswegen, das passt so genau. Da werden wir die Sorge mal so richtig probieren. Natürlich werde ich es am Anfang ein bisschen schonen. Oder schonen. Die haben wir voll rein los, wenn wir sie nicht. Nur da geht gut, ihr Pistenarsch. Total.
bist du narrisch. Hätte einmal so einen richtigen Spruch, die sag. Baum gefallen, passt. Passt, ob ich nachgegangen haben müssen, ist so. Ist so. Alter Verwalter, halt die Guschen. Na, das ist nicht mehr normal. Das ist alles andere, wie normal ich sag. Bist du deppert? Ja, bist du deppert? Na, nicht normal. Das ist wie eine Mischung aus 592 und 500i. Die Spritzigkeit von der 500i, das Gewicht. Fähigkeit. Die Kavik-Durchzugsgruppe von der Rosensack. Brutal. Richtig brutal. Na, arg. Einfach nur mal noch arg. Die ist brutal. Die Sorge ist einfach nur krank. Boah, halt die Guschen. Ja, bist du dem. Oh!
Jetzt ein paar Radeln rüber. Sprit haben wir noch einen drin. Ui. Ui, jetzt schärfen wir ein bisschen noch. Ist einfach komplett wild. Ja, wie gesagt, Sally macht die Sorgen, oder halt macht die Sorgen, oder hat die so gemacht. Nein, wild. Einfach nur wild. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Brutal. Schaut es einmal auf seine Instagram-Seite rein, da seht ihr noch ein paar so lustige Sachen. Macht echt coole Geschichten. Na, wird echt arg.